Hallo, mein Name ist Nina Stückmüller und ich begrüße euch heute aus dem wunderschönen Literaturgarten in St. Florian und stelle euch mein Booker One Under the Cover Buch Mein Geburtstag heute vor. Willkommen Nina, gleich vorneweg, wer bist du und was hat dich motiviert, ein Buch zu schreiben? Ja, ich bin Autorin und ich bin die Märchenfee, weil ich schreibe nämlich am liebsten Märchen und das schon seit über 30 Jahren und habe schon über 600 Märchen geschrieben, 10 Bücher gibt es von mir und das Schreiben ist einfach meine große Leidenschaft und darum bin ich heute da. Welches deiner Werke hast du uns mitgebracht? Wir sprechen heute über Mein Geburtstag. Das ist ein Buch, das für jeden Menschen als Geschenk gut passt, das man sich aber auch selber schenken kann, weil jeder Mensch hat Geburtstag und um das geht es in dem Buch. Kannst du uns in kurzen Sätzen beschreiben, worum es in deinem Buch geht? Das Buch Mein Geburtstag ist eine Heldenreise in Buchform. Und zwar hat man die Möglichkeit, in 14 Kapiteln mit sich selbst eine Geburtstagsreise zu machen. Und das geht nicht nur am Geburtstag, sondern das geht das ganze Jahr. Und was das Buch auch noch kann, es stellt Fragen. Mit dem Buch kann man arbeiten. Man kann die Fragen beantworten, man kann sich selber neue Fragen einfallen lassen, kann die Illustrationen ausmalen. Ein Buch zum Lesen, Träumen, Malen und Schreiben. Was war deine größte Inspiration bzw. was hat den Stein ins Rollen gebracht? Also, dass ich heute Märchen schreibe, hat grundsätzlich den Grund, dass ich selber immer schon gern Märchen gelesen habe. Aber dass ich auch Märchen für Erwachsene schreibe, dass ich neue Märchen schreibe, dafür war der Auslöser vor vielen, vielen Jahren eine Freundin von mir, die Liebeskummer gehabt hat. Und ich habe ihre Liebesgeschichte im Märchen beschrieben und im Märchen hat es ein Happy End gegeben, wie meistens. Und ich habe dann gesehen, was sie für eine Freude gehabt hat mit der Geschichte. Im echten Leben ist zwar anders verlaufen, aber das Märchen kann sehr viel. Und dieses Happy End ist für uns alle wichtig und darum schreibe ich Märchen mit Happy End Garantie. Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein Geburtstagsbuch zu schreiben? Das Geburtstagsbuch ist deswegen entstanden, weil ich ganz viele Anregungen gekriegt habe, auch von meinen Leserinnen und Leser. Und ich habe schon mal so ein ähnliches Buch geschrieben zu den Rauhnächten, mein Rauhnächte-Tagebuch. Und das ist auch sehr gut angekommen. Und jetzt habe ich in ähnlicher Form eben dieses Geburtstagsbuch verfasst. Das ist ein Ganzjahresbuch. Und das war so ein bisschen auch die Antwort auf das Rauhnächte-Tagebuch. Ich freue mich, wenn ich meine Leserinnen und Leser Wünsche erfüllen kann. Und beim Geburtstag geht es ja auch ums Wünschen. Und da ist auch ganz viel drinnen, rund um den Geburtstag, wo er herkommt und warum wir eigentlich Geburtstag feiern. Wie lange hast du gebraucht, um dein Werk zu vollenden? Ja, ungefähr ein Jahr, bis dann heraus ist, bis das Lektorat und so weiter alles fertig ist, bis das Buch gedruckt ist, dauert es insgesamt so 1,5 Jahre, bis es dann am Markt wirklich erscheint. Bist du während des Schreibprozesses auf Hindernisse gestoßen, die es zu überwinden galt? Nein, weil bei mir ist es so, ich kann eigentlich immer schreiben. Also ich hole mir die Ideen von da und von überall. Und wie gesagt, das ist meine liebste Beschäftigung und Hindernisse hat es in dem Fall zum Glück keine gegeben. Die Ideen sind auch wieder gesprudelt und ja, das Buch hat sich einfach wie von selbst geschrieben. Hattest du schon einmal Schreibblockaden? Wenn ja, wie findest du wieder zurück in den Fluss des Schreibens? In der Schule vielleicht. Nein, aber Schreiben ist ein Training. Schreiben ist ein Training und das sage ich auch immer meine jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser. Schreiben ist ein Training, Schreiben ist einfach was Tolles. Genau. Gibt es eine bestimmte Passage oder Szene in deinem Buch, die du besonders liebst? Ja, die Lieblingsstelle ist immer dort, wo ich gerade bin. Ist ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Ich schlage es einfach auf, dann habe ich eine Lieblingsstelle. Ja, ich habe genau richtig aufgeschlagen, das Kapitel der Dankbarkeit. Und da habe ich jetzt aufgeschlagen, der dankbare Bauer. Das ist natürlich auch eines meiner Lieblingsmärchen, weil es ja auch ich geschrieben habe, na, kleiner Scherz. Aber die Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Kapitel, habe ich auch schon in einem anderen Buch drinnen. Wie gesagt, im Rauhnächte-Tagebuch habe ich also diese Themen drinnen. Und in dem Märchen geht es darum, der dankbare Bauer, dass der immer dankbar ist.
egal was einem passiert, schwierige Übung, aber diesen Bauern gelingt es und das Märchen geht dann natürlich gut aus. Ich will jetzt viel verraten. Gibt es Aspekte in deinem Buch, die du im Rückblick gerne verändern würdest? Ich hätte es vielleicht nicht mehr mein Geburtstag genannt, sondern dein Geburtstag, aber das ist eine Geschmackssache. Aber sonst hätte ich eigentlich nichts geändert. Wie wird dein Werk von Lesern und Kritikern aufgenommen? Welche Resonanz hast du bisher erhalten? Bis jetzt sehr gut. Also das, was ich von meinen Leserinnen und Lesern hören darf. Und auch teilweise schicken sie mir ja Videobotschaften und so weiter. Also alles Mögliche. Ich habe eine Website, da schreiben sie mir ins Gästebuch. Und ja, Rückmeldungen sind sehr gut. Und darum bin ich motiviert, dass ich weiterschreibe. Genau. Jede Leserstimme ist wichtig. Und jeder Leser, jede Leserin ist für mich einfach wichtige Meinung oder wichtige Möglichkeit, dass ich ein Feedback kriege. Und so sitzt man als Autor im stillen Kämmerlein und schreibt so vor sich hin. Und die Freude ist groß, wenn man dann bei Lesungen Feedback kriegt oder wenn dann wirklich dann einmal wer schreibt. Und so freut sich die Autorin. Wenn du dein Buch in einem einzigen Wort zusammenfassen müsstest, welches würde es perfekt beschreiben? Ein Wort. Darf es zwei sein? Happy Birthday! Hast du bereits konkrete Pläne oder Visionen für deine kommenden Werke? Ja, meine Zukunftspläne sind, dass ich einfach weiter schreibe, weiter dran bleibe, den Buchmarkt belebe mit meinen Ideen, mit meinen Büchern. Und das ist für mich das Schönste, was es gibt. Und so kommt nächstes Jahr mein 11. Buch heraus. Es wird wieder ein Wanderbuch, ein Wandermärchenbuch, also Wanderlesebuch. Ich habe eine ganze lange Liste an Ideen, an eine Bücherliste sozusagen. Eine Bücherliste, die ich sozusagen die selber noch lesen möchte, aber auch eine Bücherliste, die ich selber noch schreiben möchte. Und diese Liste gilt es abzuarbeiten. Und auf das freue ich mich schon. Ich schreibe eigentlich jeden Tag. Und mein Lebenselixier, genau. Hast du einen wertvollen Ratschlag für all jene, die ihre Karriere als Autor beginnen möchten? Ja, da habe ich einen Tipp. Einfach beginnen. Einfach schreiben. Und zum Beginn hilft schon mal, oder ist einmal eine gute Übung, Tagebuch schreiben. Also so habe auch ich angefangen als Kind und die Einträge sind immer umfangreicher geworden, der Wortschatz ist immer besser geworden. Alles lesen, was dann sozusagen unterkommt, querbeet, lesen, lesen, lesen und schreiben, schreiben, schreiben. Ich sage nicht dazu zwingen, aber wer den Wunsch hat und den Traum hat, um ein Buch zu schreiben, beginnen. Und das ist sozusagen mein Tipp. Und wer weitere Tipps haben möchte, ich mache mittlerweile schon Autorencoachings, vor allem für junge Leute, kann sich gerne an mich wenden. Vielen lieben Dank, Nina, dass du bei uns warst und dein Buch Mein Geburtstag bei uns vorgestellt hast. Danke für die Einladung und ich freue mich, wenn ihr Interesse habt an meine Bücher. Auf meiner Website www.diemärchenfee.at findet ihr weitere Infos über mich und meine Bücher. Und der Literaturgarten da in St. Florian freut sich auch auf euch einen Besuch. Schaut einfach einmal vorbei. Und da oben, links oben, gibt es weitere Infos.